Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch gerne heute zeigen, welche Bücher ich mir vornehme, 2022 zu lesen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir 22 Bücher rausgesucht habe, praktisch für die 22 in 2022. Das ist ja auch ein Format, das es auf BookTube schon länger gibt. Für 2021 waren es ja dann dementsprechend 21 Bücher und so weiter und so fort. Und ich habe das jetzt aber so gemacht, dass ich mir 11 Bücher von meinem Sub rausgesucht habe, also Bücher, die ich schon hier habe, die ich mir vornehme, in diesem Jahr zu lesen. Und ich habe mir auch 11 Bücher rausgesucht, die noch erscheinen werden dieses Jahr, die ich aber nicht lange hier im Bücherregal stehen haben möchte, jedenfalls nicht ungelesen. Und ja, die dann auch auf jeden Fall schon lesen möchte, weil ich so neugierig auf die Geschichten bin. Und so kommen praktisch die 22 Bücher bei mir zustande. Das ist praktisch jetzt nicht nur ein Video mit einem One-to-Read, sondern auch so ein kleines Neuerscheinungsvideo für 2022, dass ihr vielleicht nochmal seht, was kommt denn raus, was mich auf jeden Fall total interessiert und was euch ja vielleicht auch interessieren könnte. Genau, also wir fangen als erstes mit meinen Subbüchern an und danach kommen die Neuerscheinungen und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Das erste Buch, das ich euch gerne zeigen möchte, werdet ihr auch in meinem nächsten Neuzugänge-Video sehen. Es ist noch nicht ganz so lange hier bei mir. Und zwar Schattentanz, der erste Teil der Tiermagierin-Trilogie von Maxime N. M. Martineau. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Das ist eine Romantasy-Reihe, wenn ich richtig informiert bin. Also wir haben hier Lina und sie ist eine Tiermagierin. Sie kann eine Verbindung zu magischen Tierwesen aufbauen. Und dann haben wir noch Nock, glaube ich, den Assassin. Und Nock darf nichts empfinden, schon gar keine Liebe. Und er bekommt halt den Auftrag, Lina, die Tiermagierin, zu töten. Sie macht ihm aber ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Und deswegen schafft das, glaube ich, auch nicht, sie umzubringen, weil er sich auch letzten Endes in sie verlieben wird oder sie sich gegenseitig ineinander verlieben. Das erstmal grob zum Inhalt. Ich finde, das hört sich sehr toll an und ich finde die Cover der Reihe auch sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob hier die anderen Teile auch noch drin sind. Ja, hier an der Seite haben wir einmal die drei Teile. Also ich finde, die sehen echt mega aus und Romantasy, dafür bin ich immer zu haben. Ich hoffe, dass es eine tolle Liebesgeschichte gibt, die sich durch die drei Bände zieht, aber natürlich auch, dass die Fantasy-Elemente gut gemacht sind. Ja, und ich freue mich wirklich schon sehr, dieses Buch jetzt 2022 zu lesen. Auch das nächste Buch ist noch nicht so lange bei mir und das werdet ihr auch im nächsten Neuzugängen-Video nochmal sehen. Und zwar ist es Regenglanz von Anja Omar, der erste Teil in dieser Trilogie, die beim KISS Verlag erscheint. Anja Omar ist eine deutsche Autorin und ich glaube, die veröffentlicht jetzt zum ersten Mal bei KISS. Hier sind auch nochmal die anderen Teile im Überblick. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Cover. Ich habe in der Buchhandlung auch nur zu diesem Buch gegriffen, weil ich das Cover so unglaublich toll fand. Und in der ersten Auflage gibt es, soweit ich weiß, halt auch noch diesen bunten Farbschnitt. Ich glaube, es ist nur in der ersten Auflage. Ich weiß nicht, ob das bleibt. Aber ich habe auf jeden Fall noch ein Exemplar ergattert, wo es diesen wunderschönen Buchschnitt gibt. Und hier haben wir unsere Protagonistin Alissa und die arbeitet als Tätowiererin neben der Uni. Und eines Tages kommt Simon, meine ich? Ja, der Sportstudent Simon zu ihr. Und ja, möchte sich aber von ihr irgendwie nicht tätowieren lassen. Und sie stempelt ihn dann so ein bisschen als frauenfeindliches und auch sexistisches Arschloch ab, glaube ich. Und ja, denkt sich, was ist das für ein Blödmann? Aber Simon hat eigentlich ganz andere Gründe, warum er nicht möchte, dass Alissa ihm ein Tattoo sticht. Und das wird sie herausfinden und zwischen den beiden bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Sie können aber eigentlich nicht zusammen sein und das wissen sie gegenseitig am Anfang der Geschichte noch gar nicht, dass es da ein Tabu gibt, das sie brechen werden. Hört sich interessant an. Ich wünsche mir sehr, weil das Buch jetzt auch nicht dünn ist, also es hat bestimmt über 400 Seiten, ja, das kommt sogar knapp an die 500 Seiten ran, sogar knapp über 500 Seiten. Ich wünsche mir sehr, dass sich das Buch bitte nicht ziehen wird wie Kaugummi. Also das kenne ich ja bei deutschen Autorinnen leider sehr oft, dass sich da die Romance-Bücher sehr ziehen und ich mich da durchquäle. Ich hoffe nicht, dass das bei diesem Buch der Fall ist. Ich setze da wirklich sehr viel Hoffnung in dieses Buch und meine Erwartungen sind auf jeden Fall hoch, weil auch sehr, sehr viele dieses Buch lieben. Ja, und ich hoffe, ich werde es auch tun.
Ein anderes Buch, das ich mir definitiv für 2022 vornehme, ist Dark Elements Funkelnde Gnade von Jennifer Armentrout. Der letzte Teil in der Dark Elements Reihe. Es war ja erst eine Trilogie, dann kamen ja jetzt nochmal 3 weitere Bände und das ist jetzt tatsächlich dann der 6., der Abschluss. Und ich werde zum Inhalt nichts sagen, ist ja ein Folgeband, der letzte Teil. Ich kann aber sagen, dass ich nach dem Ende von Teil 5 sehr neugierig bin, wie es hier weitergeht mit unserer Protagonistin und ja, welches Ende uns hier erwarten wird und was Jennifer Armentrout sich da wieder ausgedacht hat. Ja, insgesamt, die Dark Elements Reihe ist eine sehr, sehr tolle Urban Fantasy Reihe. Die ersten 3 Teile habe ich sehr geliebt. Die nächsten 3 Teile, es ist ja eigentlich so gesehen das Spin-off dazu, die konnten mich auch überzeugen, aber nicht so sehr wie die Geschichte von Layla und Roth. Also ich finde leider, dass die da nicht so ganz rankommen. Aber trotzdem mag ich sie sehr gerne. Es ist Jennifer Armentrout. Ich liebe es einfach, wie sie schreibt, wie sie Fantasy schreibt, wie sie Liebesgeschichten dort einbaut. Und ja, gucken wir mal, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ein weiteres Fantasy-Buch für 2022, das ich definitiv noch lesen möchte, ist Wie der König von Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen von Holly Black mit Illustration von Rowena Kay. Also das ist eine Novelle, die aber komplett illustriert ist. Ich glaube, ich habe euch das auch schon mal gezeigt. Also die ist wirklich auch bunt und dann gibt es immer Seiten, wo Zeichnungen drin sind, einfach Illustrationen, die unglaublich schön gemacht sind. Also ich muss sagen, ich finde das Buch sehr, sehr toll und bin wirklich super verliebt, wie das gestaltet wurde. Sehr, sehr toll. Also ich glaube, dass das für alle Fans der Elfenkrone-Reihe auf jeden Fall ein richtig schöner Zusatz ist. Es gibt hier Geschichten, die vor Elfenkrone spielen, wenn ich richtig informiert bin. Und es gibt aber auch Geschichten, die nach dem Ende spielen. Also werden wir Jude, Carden und alle anderen, denke ich, auch nochmal wiedersehen. Und darauf freue ich mich einfach schon sehr. Es ist ja auch kein dickes Buch. Also ich glaube, dass ich das auch schnell durchhaben werde. So wie ich Holly Black kenne, sie schreibt einfach sehr, sehr toll. Also bei der Elfenkrone-Reihe hat sie mich mehr als überzeugt. Und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass mich das genauso begeistern kann. Und ich bin sehr gespannt, wann wir ihr neues Buch hier haben werden, was rauskommt. Ich glaube, es hat irgendwie den Titel ist Night. House of Night. Oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Es kommt im Englischen aber was Neues von ihr raus. Und ich bin schon sehr gespannt, wann wir das im Deutschen haben werden, weil ja, ich einfach Holly Black sehr liebe und ihre Geschichten liebe. Ja, und ich denke, dass das mich dann aber auch auf jeden Fall überzeugen kann. Ich möchte dieses Jahr auch noch gerne eine Reihe weiter fortführen. Und zwar ist es die Grisha-Reihe von Leigh Bardugo. Wir haben jetzt den 2. Teil Eisige Wellen und ich habe ja letztes Jahr endlich mal den 1. Teil gelesen. Und möchte jetzt gerne dieses Jahr damit weitermachen, weil ich glaube, auch dieses Jahr die 2. Staffel rauskommen wird bei Netflix. Und es ist ja letztes Jahr die 1. Staffel rausgekommen und davor wollte ich auch unbedingt dann gerne das Buch gelesen haben, weil ich mir dachte, nee, ich finde es jetzt doof, die Serie zu gucken, bevor ich das Buch gelesen habe. Deswegen habe ich erst das Buch gelesen und ja, hoffe, dass ich diese Reihe jetzt auf jeden Fall weiterführen kann und bin gespannt, ja, wie es da einfach weitergeht mit Alina und allen anderen. Das nächste Buch ist ein High-Fantasy-Buch, was von unglaublich vielen sehr geliebt und gehypt wird. Und zwar ist es Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht wirklich etwas zum Inhalt. Aber ich möchte, glaube ich, auch gar nicht so viel wissen. Weil ich glaube, das ist schon toll, wenn man nicht so viel weiß und sich dann voll in die Geschichte hineinfallen lassen kann. Hier hinten steht nämlich nur drauf, Der Name des Windes erzählt die Geschichte von Quoth, dem berühmtesten Magier seiner Zeit. Und dann steht hier noch, die Königsmörder-Chronik wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als bestes Fantasy-Buch des Jahres mit dem Publisher Weekly Award. Ich glaube, wie gesagt, dass es echt ziemlich gut werden könnte. Und da ich auch jetzt nicht so viel weiß, ja, wird es vielleicht nochmal interessanter zu gucken, was so passiert, wie es sich alles weiterentwickelt. Manchmal finde ich es ja auch ganz gut, wenn man vorher gar nicht so viel weiß. Aber ja, ich lasse mich hier einfach mal überraschen und möchte dieses Buch wirklich gerne jetzt in diesem Jahr lesen. Ein anderes Buch, das ich schon länger hier habe und halt gerne dieses Jahr von meinem Sub befreien möchte, ist Ash Princess von Laura Sebastian. Das Buch ist echt schon eine Weile hier. Ich weiß nicht, 2018, 2019.
Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und auch hier steht auf dem Klappentext gar nicht so viel drauf. Hier steht nur, sie war zur Königin bestimmt und wird als Ascheprinzessin verhöhnt. Doch Theodosia von Astrea lebt und mit ihr die Hoffnung, eines Tages zurückzuholen, was ihr zusteht. Ihr Reich, ihre Krone, den Thron. Der Auftakt der Trilogie. Ja, ich glaube, es gibt ja auch eine Liebesgeschichte, also dass es auch in die Richtung Romantasy geht. Und das Cover gefällt mir richtig gut. Also vom Cover her spricht es mich auf jeden Fall an. Und auch wenn der Klappentext jetzt noch nicht so viel Preis gibt, könnte das vielleicht echt so ein Geheimfavorit werden. Auch etwas, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, dass es so gut werden könnte. Auch hier, ich lasse mich einfach mal überraschen und in die Geschichte hineinfallen und gucke, was sie parat hat. Dann gibt es noch auf jeden Fall ein Romance-Buch, das ich mir auch ganz fest für dieses Jahr vornehme. Und zwar ist es Drowning in Stars von Deborah Anastasia. Ich liebe auch hier die Cover. Das ist eine Dilogie und es kommt jetzt im März der zweite Teil raus. Und guckt euch bitte mal diese wunderschönen Bücher nebeneinander an. Also ich bin absolut verliebt. Die sehen einfach hammermäßig aus und auch der Inhalt ist interessant. Wir haben hier nämlich unsere Protagonisten Pixie und Gaze. Und die Eltern der beiden sind jetzt nicht unbedingt so die Vorzeigeeltern. Also die lassen die beiden doch sehr im Stich, aber die beiden haben einander. Also die Freundschaft der beiden ist, glaube ich, sehr tief. Also sie sind einfach miteinander verbunden und wissen, dass sie ja für den Rest des ganzen Lebens an der Seite haben möchten und sie einander nicht verlieren wollen. Doch eines Tages muss unsere Protagonistin Pixie sich entscheiden, für ein Versprechen, das sie gegeben hat, oder an Gays Seite zu bleiben, und die Wege der beiden trennen sich. Und dann treffen sie Jahre später aufeinander, und wie dieses Aufeinandertreffen aussieht und ob die beiden wieder zueinander finden werden, das müssen wir, denke ich, mal selber herausfinden. Aber inhaltsmäßig super interessant. Ich glaube, da kann sehr, sehr viel hinterstecken, was man vom Klappentext her überhaupt nicht erahnen kann. Ja, und auch hier, ich habe ganz viel Hoffnung, dass mir das Buch sehr gut gefallen wird und dass es ein Highlight werden könnte. Ich hoffe natürlich auch, dass es so kommt. Das nächste Buch befindet sich auch schon eine Weile hier bei mir in meinen Bücherregalen. Dass ich es nie gelesen habe, lag hauptsächlich daran, dass der dritte Teil erst nicht übersetzt werden sollte und ich mir dann gedacht habe, super, soll ich das jetzt dann wirklich noch lesen? Aber es kommt jetzt doch der dritte Teil raus. Der DTV-Verlag hat sich doch noch dazu entschieden, ihn rauszubringen. Und zwar rede ich hier von Gemina, den zweiten Teil der Illuminae-Akten. Ich habe den ersten Teil Illuminae, als der rausgekommen ist, gelesen und ich habe ihn richtig gefeiert. Also das war ein super geiles Buch, kann ich echt nicht anders sagen. Und umso trauriger war ich dann, als ich gehört habe, der dritte Teil Obsidio soll nicht kommen. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Warum wird denn so eine tolle und einzigartige Buchreihe nicht weiterveröffentlicht? Und dann, ja, stand Gemina hier die ganze Zeit bei mir rum und ich habe immer gedacht, nee, also, ob ich das jetzt lesen werde, ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er total kommt, möchte ich auch unbedingt Gemina lesen. Und ich glaube, die Protagonisten aus Teil 1 tauchen hier auch nochmal drin auf. Wir haben aber auch nochmal ganz neue Protagonisten. Also ich glaube, da kommt wieder auch was Neues hinzu. Und ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich weiß auch wirklich gar nicht mehr so viel vom Inhalt. Den Klappentext habe ich auch schon, ich weiß nicht, wie lange das her ist, irgendwann mal gelesen. Und jetzt, ja, lasse ich mich, wie gesagt, einfach mal überraschen und hoffe, dass das Buch so gut ist wie der erste Teil. Das nächste Buch habe ich mal angefangen zu lesen. Ich glaube, ich weiß nicht was, 2018, 2019, sowas um den Dreh. Und ich habe einfach irgendwann nicht mehr daran weitergelesen. Und als ich jetzt mal so mir meine Bücherregale angeguckt habe, habe ich mir gedacht, Lea, dieses Buch musst du jetzt endlich mal beenden, weil ich es eigentlich auch wirklich bis zu dem Zeitpunkt sehr gut fand. Und zwar ist es von der Tochter der Götterreihe von Amanda Boucher, der zweite Teil Eismagie. Der erste Teil war genial. Also der erste Teil war ein absolutes Highlight für mich. Der hat 5 Sterne bekommen. Ich habe ihn sehr geliebt, sehr gefeiert. Richtig, richtig toll. Und den zweiten Teil, wie man sieht, habe ich auch angefangen. Ich glaube, da war ich dann so auf Seite 215 und da habe ich aufgehört. Ja, und dann habe ich nicht mehr weitergelesen. Und jetzt ist es, glaube ich, mal an der Zeit, dass ich das endlich mal beende. Es gibt auch die Hörbücher dazu auf Spotify unter anderem, aber auch auf BookBeat.
Und ich glaube, ich möchte das Ganze gerne nochmal ganz von vorne als Hörbuch anfangen, weil ich noch weiß, was im ersten Teil passiert ist, aber hier von dem zweiten Teil, da sind nur so Bruchstücke hängen geblieben und das macht jetzt keinen Sinn, da mitten im Buch weiterzulesen. Da fange ich nochmal ganz von vorne mit an und ich hoffe, dass ich das dann endlich beenden kann. Ja, und genauso begeistert bin wie vom ersten Teil, weil wie gesagt, der war wirklich toll und ich glaube, dass es echt so eine Fantasy-Buchreihe ist, die tendenziell ein bisschen unterschätzt wird. Also ich habe die noch nicht so oft woanders gesehen und guckt sie euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, Teil 1 war mega. Das letzte Buch von meinem Sub, das ich euch zeigen möchte, ist auch ein Romance-Buch. Und zwar Was ich dir bedeute von Serena Bowen. Der 8. Teil in der True North-Reihe. In diesem Teil geht es um Daphne Shipley. Und ja, als sie den attraktiven Ricky kennenlernt, zufälligerweise, ist sie irgendwie total angetan von ihm. Und die beiden verabreden sich auch, also sie werden ein Date haben, beziehungsweise Ricky versetzt sie leider und taucht nicht auf. Und dann treffen sie an der Burlington University wieder aufeinander und Ricky scheint sich aber irgendwie überhaupt nicht an Daphne erinnern zu können. Und die fragt sich natürlich, was soll das Ganze hier? Aber es gibt einen Grund, warum Ricky damals nicht beim Date war und auch, ja, warum er, als er Daphne sieht, sie irgendwie nicht wiedererkennt. Was das für ein Grund ist und wie die beiden zueinander finden werden, müssen wir auch selber herausfinden, aber ich glaube, dass das echt gut werden könnte. Also ich mochte ja jetzt auch den 7. Teil, den ich gelesen habe, sehr, also der war echt toll wieder und ich hoffe wirklich sehr, dass der mithalten kann und dass es auch wieder ein richtig schönes Buch wird von Serena Bowen, was ich durchsuchten kann und ja, das mich auch wieder einfach begeistern und mitreißen kann. Ich muss sagen, die True North-Reihe hatte für mich richtig starke Bücher, aber auch Bücher, wo ich gesagt habe, okay, war jetzt für mich eher so mittelmäßig. Aber auch hier muss ich sagen, ich hoffe wirklich, dass der 8. Teil auch genauso gut ist wie sein Vorgänger. Jetzt kommen wir zu den Neuerscheinungen für 2022, also was rauskommen wird und wo ich sage, das möchte ich in diesem Jahr auch auf jeden Fall noch lesen. Und das erste Buch ist für mich schon wirklich ein richtiges Highlight. Also als ich gesehen habe, dass das jetzt übersetzt wurde und rauskommt, da habe ich richtige Freudensprünge gemacht. Und zwar ist es The Beautiful von Renée Adi. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass ich Renée Adi über alles liebe. Sie ist für mich eine unterschätzte Autorin in dem Fantasy-Genre. Und The Beautiful erscheint am 31.03. Also wir müssen jetzt gar nicht mehr so lange warten. Und es geht in dem Buch um die junge Schneiderin Celine. Und sie kommt 1872 in New Orleans an und ist von der wilden Lebensfreude der Stadt sofort verzaubert. Eigentlich wollte sie hier ein respektables Leben führen, aber Freunde findet sie stattdessen in der schillernden Unterwelt der Stadt, die von den Toten beherrscht wird. Und dann gibt es noch den rätselhaften Sebastian Saint-Germain und der geht ihr auch nicht mehr aus dem Kopf. Doch es kommt zu einer grausamen Mordserie und plötzlich muss sie sich die Frage stellen, zu welchem Teil sie da eigentlich in diesem Spiel mitspielt und ob andere Mitspieler menschlich oder doch ganz anders sind. Ach, ich finde, es hört sich sehr, sehr toll an und ich kann echt nur sagen, ich freue mich. Ich freue mich einfach so sehr, dass weiter Bücher von Renée Adi hier rauskommen und dass wir jetzt auch nicht mehr so lange warten müssen. Ich weiß nicht, warum der One Verlag die Bücher nicht mehr weiter rausbringt. Also der hat ja 2 Dilogien von ihr rausgebracht, aber ist mir auch egal, auch wenn die jetzt im Piper Verlag erscheinen. Hauptsache, sie kommen raus und meine Vorfreude ist wirklich unglaublich groß. Das nächste Buch, das ich euch gerne zeigen möchte, ist Die 6 Kraniche von Elizabeth Lim. Das ist die Autorin von Ein Kleid aus Tränen, irgendwie sowas. Diese Dilogie habe ich nicht gelesen. Ich muss aber sagen, dass mich der Klappentext hier unglaublich anspricht. Auch das Buch erscheint im März und zwar am 18.03. Und es geht um die Prinzessin Shiori. Und sie hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin und verbannt sie mit ihren verwandelten Brüdern in Kraniche und belegt Shiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Shiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen.
Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams und sie ist auf alles gefasst, aber nicht darauf, sich zu verlieben. Also hört sich das nicht richtig gut an? Also auch, ich finde, es hört sich nach einer richtig innovativen Geschichte an. Das mit den Kranichen, dass ihre Brüder da verwandelt werden und dass sie nichts sagen darf, weil sonst einer sterben wird und sie sich dann aber auch nur verlieben wird. Und insgesamt kann ich euch echt nur sagen, ich glaube, das hat richtiges Highlight-Potenzial. Das Cover finde ich auch sehr, sehr schön. Und es gibt in der ersten Auflage auch einen Buchschnitt, einen bunten Buchschnitt, soweit ich weiß. Und ja, auch hier kann ich nur sagen, ich freue mich unglaublich und bin auch hier froh, dass wir nicht mehr ganz so lange warten müssen. Den nächsten Titel, den ich euch gerne vorstellen möchte, kriegen wir sogar schon Anfang Februar. Das heißt, ja, ich glaube, man könnte sagen, noch so knapp 2 Wochen, dann werden wir das Buch schon hier in den Bücherregalen haben. Und zwar ist es Ein Teil von dir von Colleen Hoover. Erscheint am 2.2.2022 und ich lese euch auch immer hier vor, worum es geht. Nur die Erinnerung bleibt. 5 Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch? Endlich ihre 4-jährige Tochter Diem oder Diem, ich weiß es nicht, die bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, der erste Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt. Und er sich auch umgekehrt zu ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass Ledger Scotts engster Freund seit Kindertagen war. Und dass er geschworen hat, dass die ihm unbekannte Mutter, die Schuldige am Tod seines Freundes, niemals eine Rolle in Diems Leben spielen wird. Also ich würde sagen, da ist das Drama vorprogrammiert. Sehr interessant, ja, dass es da eben eine Vergangenheit gibt, dass die beiden Protagonisten, die sich ineinander verlieben, ja, sich eigentlich nicht ineinander verlieben können, beziehungsweise von der Seite des Protagonisten definitiv nicht, weil er ja der beste Freund von dem Kind ist, das er beschützen möchte und eben auch vor der Mutter. Nur leider ist die Protagonistin ja die Mutter. Ich glaube, hier erwartet uns auch etwas, was wir noch nicht wissen, etwas, was der Klappentext uns noch nicht preisgibt. Und ich glaube, es wird sehr viel Herzschmerz geben. Also so wie ich Colleen Hoover kenne, wahrscheinlich können wir da schon wieder die Taschentücherpakete rauspacken und gucken, wie viele wir davon aufbrauchen werden. Aber interessiert mich auch hier total, hört sich wieder nach einer ganz eigenständigen Geschichte an, etwas, was wir noch nicht kennen. Und deswegen möchte ich das Buch auch gerne 2022 lesen. Zum nächsten Buch möchte ich inhaltlich nichts sagen, es ist nämlich ein Folgeband. Und auch hier kann ich euch gar nicht sagen, wie lange ich jetzt auf diese deutsche Übersetzung gewartet habe. Es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Und zwar ist es der letzte Teil der Elias und Laia-Reihe von Saba Tahir. Ja, ich glaube, ich habe den dritten Teil 2020 als Hörbuch gehört. Und seitdem warte ich. Und ich glaube, der ist sogar 2019 rausgekommen. Das heißt, diejenigen, die ihn sofort nach dem Erscheinungsdatum gelesen haben, die haben jetzt noch mal ein Weilchen länger gewartet. Und ja, ich bin super froh, dass das Buch jetzt endlich rauskommt. Ich meine, es kommt im Mai raus, 23.05. oder so. Und ja, ich wünsche mir ein episches Finale von Saba Tahir, dass sie ja einfach ein schönes Ende geschrieben hat. Ich hoffe, es gibt ein Happy End. Ich weiß aber noch nicht, ob ich damit wirklich rechnen kann. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es gut ausgehen wird oder nicht. Aber die Reihe begeistert mich einfach. Ich finde die Reihe sehr, sehr toll und kann sie euch nur empfehlen. Und deswegen muss ich natürlich 2022 den letzten Teil unbedingt lesen. Auch das nächste Buch ist ein Folgeband und ich bin auch hier Feuer und Flamme für diese Geschichte. Es ist nämlich der letzte Teil der The Secret Book Club Reihe. Der erscheint im März, glaube ich, auch. 22.03., 23.03., sowas um den Dreh. Das Erscheinungsdatum wurde nämlich ein bisschen nach vorne verschoben. Eigentlich sollte der erst im April kommen, aber jetzt kommt er doch einen knappen Monat eher. Ja, und wir haben hier in der Geschichte den lieben Vlad, also auch genannt der Russe. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie neugierig ich bin, wie sein Buch aussehen wird, weil er war, glaube ich, in den ersten 3 Teilen immer so ein bisschen, ja, der Lustige, der, den man vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen hat. Hinter seiner Geschichte verbirgt sich aber eigentlich echt was ziemlich Tragisches. Er ist nämlich verheiratet. Allerdings, ja, erwidert seine Frau seine Gefühle nicht wirklich. Die beiden waren schon immer beste Freunde und die haben nur geheiratet, damit sie
in Amerika studieren kann. Und er hat die ganze Zeit aber gehofft, dass die beiden doch endlich jetzt zueinander finden werden und dass aus dieser Freundschaft Liebe wird. Ja, aber irgendwie passiert es dann nicht. Aber als ein Schicksalsschlagblatt einholt, ist auf einmal seine Frau an seiner Seite und vielleicht können die beiden ja doch noch ein Happy End erwarten. Hört sich auch sehr toll an und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lisa K. Adams da was richtig, richtig Tolles wieder geschrieben hat. Und ja, einfach The Secret Book Club geht für mich immer. Also es ist eine absolute Herzensempfehlung. Wenn ich ein Romance-Buch oder eine Romance-Buchreihe empfehlen muss, The Secret Book Club ist immer dabei. Als nächstes folgt ein zweiter Teil einer Reihe und zwar der von Crescent City von Sarah J. Maas. Ja, endlich wieder ein neues Buch von ihr. Was heißt endlich? Also wir haben ja im Oktober den vierten Teil von Das Reich der Sieben Höfe gehabt. Und jetzt, ich meine am 25.06. um den Dreh, also auf jeden Fall gegen Ende Juni, werden wir dann endlich den zweiten Teil von Crescent City haben. Was heißt auch hier wieder endlich? Also ich glaube, wie lange hat man jetzt gewartet? Ich glaube, das Buch kam im Oktober 2020 raus. Kann das sein? Und ich habe es letztes Jahr als Hörbuch gehört und war sehr begeistert vom ersten Teil. Und ich kann euch auch hier auf jeden Fall nur sagen, wenn ihr am Anfang Probleme mit dem Buch habt, haltet durch. Also ich habe mich wirklich nicht durchgequält, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, nee, was hat das jetzt hier alles zu bedeuten? Da wurden so viele Sachen in den Raum geworfen, so viele Erklärungen. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist zu viel auf einmal. Ich komme irgendwie da durcheinander. Das legt sich aber nach den ersten 150 Seiten. Also wenn ihr euch da auch schwer tut und irgendwie denkt, nee, ich weiß nicht so recht, haltet durch, lest weiter. Es wird sich definitiv lohnen. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auch sehr auf den zweiten Teil. Ich glaube, der hat auch so 900 Seiten wieder. Wird also ein ordentlicher Schinken, aber es ist Sarah J. Maas und deswegen möchte ich mich gar nicht beschweren. Je dicker, desto besser, würde ich bei ihr echt sagen, weil ich da nur so durch die Seiten fliege, wenn ich Bücher von ihr lese. Und ja, und können wir nochmal bitte über dieses wunderschöne Cover reden? Also ich finde, das Cover ist echt der Hammer. Ich mochte das vom ersten Teil schon unglaublich gerne, aber das vom zweiten spricht mich auch sehr an. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als das vom ersten, aber insgesamt, glaube ich, wird das auch wieder richtig, richtig gut. Auch auf das nächste Buch müssen wir nicht mehr ganz so lange warten. Es ist nämlich Boston Bells Monster von A.G. Shen. Der dritte Teil in der Boston Bells Reihe erscheint, ich glaube, am 25.02., also gegen Ende Februar. Und ich muss euch sagen, nachdem ich jetzt den zweiten Teil Villain gelesen habe, habe ich absolut keine Ahnung, wie der dritte Teil hier aussehen wird. Wir haben hier nämlich den lieben Sam. Und Sam kennt man auch schon aus der Reihe, genauso wie die liebe Aisling. Und sie ist schon ganz lange in Sam verliebt. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick bei ihr. Sie ist total fasziniert von ihm und fühlt sich unglaublich zu ihm hingezogen. Sam sendet ihr aber auch irgendwie immer wieder widersprüchliche Signale, beziehungsweise lässt sie eigentlich immer eher abblitzen. Und als sie dann, ich glaube so 26, 27 Jahre alt ist, ja, hat sie irgendwie schon ein bisschen den Gedanken aufgegeben, dass es zwischen den beiden endlich mal was wird. Aber es bahnt sich doch etwas an zwischen Sam und Aisling. Und Sam ist ja auch jemand, der noch so ein bisschen geheimnisvoll ist, würde ich sagen. Also wir wissen ein bisschen was über ihn, vor allem wenn ihr Sparrow von A.G. Shen gelesen habt. Ich bin ja der Meinung, bevor man die Boston Bells Reihe liest, sollte man eigentlich Sparrow lesen, weil das schon hilft für die Reihe, auch besonders wenn wir jetzt hier über Sam reden, aber man muss es nicht, ich finde es aber sinnig. Ja, und Sam ist ja auch Teil der Unterwelt, also er macht krumme, illegale Geschäfte und das schreckt Aisling aber auch irgendwie gar nicht ab, sondern wahrscheinlich ist er dadurch noch faszinierender. Ja, die Geschichte der beiden hat Potenzial, richtig gut zu werden. Ich muss euch aber sagen, ich habe mal auf Goodreads ein bisschen geguckt und das Buch wird da richtig auseinandergenommen. Also wenn ich mir da manche Rezensionen durchlese, da sind echt einige Stimmen, die das Buch überhaupt nicht gut fanden. Und ja,
da kein gutes Haar dran auslassen. Sagen wir es mal so. Aber ich werde natürlich wie immer mir meine eigene Meinung dazu bilden und euch berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Ich glaube, ich werde es auch direkt kurz nach dem Erscheinungsdatum lesen, weil bei Eighty-Chan ist es immer so, wenn was Neues rauskommt, ich möchte es immer ganz zeitnah lesen, weil ich ihre Bücher sehr liebe und sehr feiere. Und dann gucken wir mal, wie es mit Sam und Aisling da weitergeht. Als ich gesehen habe, dass das nächste Buch übersetzt wird und endlich wieder was Neues von der Autorin hier in Deutschland erscheint, habe ich auch wirklich richtige Freudensprünge gemacht, weil ich der Meinung bin, dass sie eine Autorin ist, die man auch absolut nicht unterschätzen darf, und sie schreibt einfach grandiose Geschichten. Wir werden am 30.09. hier in Deutschland Dark Rise von C.S. Packett in unseren Buchhandlungen finden und überall, wo wir Bücher kaufen können. Und das ist echt, finde ich, der absolute Hammer. Ich finde es so toll. Echt, also, dass wieder was Neues von ihr rauskommt, dass es übersetzt wird und wir es auch hier haben werden. Ich lese euch auch hier einmal vor, worum es geht. Die alte Welt der Magie ist in Vergessenheit geraten. Lediglich der Orden der Stewards hält seinen Schwur, die Menschheit zu schützen. Denn die Rückkehr des dunklen Königs steht kurz bevor. Als sie Will vor den Mördern seiner Mutter retten, offenbaren sie ihm, dass er der Auserwählte im Kampf gegen die dunklen Mächte sein soll. Während Will versucht, sich auf seine Rolle vorzubereiten, schließt er Freundschaften, die großen Einfluss auf die drohenden Ereignisse haben werden. Unter anderem trifft er auf James, der Auserwählte der dunklen Mächte, und somit Wills Gegenstück. Doch was tatsächlich passieren wird, wenn sich jahrhundertalte Prophezeiungen erfüllen, kann niemand vorhersehen. Ach nee, auch da muss ich sagen, es hört sich so gut an und meine Vorfreude ist riesig. Wir werden auch hier wieder eine Male-Romance-Geschichte haben. Das hat die Autorin schon bestätigt. Also ja, ich glaube, das wird auch einfach wieder richtig gut. Inhaltsmäßig möchte ich zum nächsten Buch nichts sagen, denn es ist ein Folgeband. Und zwar Flesh and Fire von Jennifer Armentrout. Erscheint am 8.3.2022 und ist der zweite Teil von Blood and Ash, also der Folgeband zu diesem ersten Teil. Ja, ich habe hohe Erwartungen an diesen zweiten Teil. Ich glaube, dass er noch ein ganzes Stück besser sein kann als der erste. Denn nachdem ich den ersten Teil beendet habe, habe ich da noch Luft nach oben gesehen. Und ja, ich hoffe einfach, dass meine Erwartungen erfüllt werden bei Band 2 und dass da nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt wird. Aber wenn man sich mal auf Goodreads die Bewertung anguckt, dann glaube ich, dass der zweite Teil das wirklich schaffen kann. Und ich bin gespannt, wie es mit Poppy und allen anderen Charakteren weitergeht und in welche Richtung sich diese Geschichte entwickeln wird. Schauen wir uns das mal an. Aber auch hier müssen wir ja gar nicht mehr so lange warten. Also der 8.3. ist gar nicht mehr so bald weg. Auch der nächste Titel erscheint im März, und zwar Crush von Tracy Wolf. Kommt am 16.3. raus, und mir ist mal aufgefallen, dass sehr, sehr viele Bücher, die ich mir rausgesucht habe, irgendwie im März rauskommen. Ich weiß nicht, ob das was mit der Buchmesse zu tun hat, aber also im März hauen die Verlage echt ihre Spitzentitel für mich raus. Also für mich jetzt, wenn ich mir die Bücher angucke, dann bin ich da irgendwie immer total begeistert von gewesen. Aber auch hier sage ich nichts zum Inhalt. Crush ist der Folgeband von Crave. Und Crave fand ich ja so ein bisschen, meine Erwartungen wurden da ehrlich gesagt nicht erfüllt. Aber auch hier bin ich der Meinung, Crush kann da einiges wieder gut machen und dann nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Und ich glaube, dass sich ab dem zweiten Band die Reihe richtig gut weiterentwickeln könnte und dass da auf jeden Fall Potenzial da ist, das hoffentlich endlich mal ausgeschöpft wird. Weil Potenzial habe ich tatsächlich schon seit Band 1 gesehen, aber die Umsetzung da, die war ein bisschen, nee, nicht so unbedingt meins, aber Crush, wie gesagt, ich glaube, das wird richtig gut und ich hoffe, ja, dass der Band mich einfach mehr überzeugen kann. Und ich muss auch noch sagen, das Cover von diesem Band finde ich, glaube ich, von allen Bänden am schönsten. Also das Weiß mit dem Stein in der Mitte, mit dem Rot, das hat mich echt voll gecatcht. Obwohl die Cover ja sehr schlicht sind, überzeugen die mich echt. Also ich bin total verliebt. Gucken wir mal im März, wie es denn da auch mit unserem Protagonisten weitergeht. Und das letzte Buch für dieses Video ist Über die dunkelste See von Brittany C. Sherry. Erscheint am 27.04.2022. Das Erscheinungsdatum wurde nach hinten verschoben. Also es sollte eigentlich schon im Dezember kommen. Aber Brittany C. Sherry hat es selber nochmal, ich glaube, 4 Wochen nach hinten verlegt. Und der Lux Verlag hat dann nochmal 4 Monate, ja, das, um 4 Monate das Ganze verschoben.
Was ich ein bisschen schade fand, weil ich finde, der Klappentext hört sich richtig gut an. Da ist super viel Potenzial da. Und mir haben ja auch leider Teil 1 und 2 jetzt nicht übermäßig gut gefallen. Also ich fand sie nicht schlecht, auch Teil 1, dem habe ich glaube ich 4 Sterne gegeben. Aber Teil 2, der war für mich eher durchwachsen. Also ich hoffe wirklich, dass ich da wieder zu meiner alten Bushinisi-Sherry-Liebe zurückfinden kann. In der Geschichte haben wir eine Protagonistin, ja, die ihr Erbe nicht antreten kann, wenn sie nicht, wie es im Testament festgehalten wurde, den lieben Damien heiraten wird. Das haben ihre, also hat ihre Verwandtschaft oder irgendjemand in der Familie so festgelegt. Ja, und so kommt sie eigentlich zu einer arrangierten Ehe, beziehungsweise zu einer arrangierten Hochzeit, weil die beiden, also die Protagonistin und Damien, sich jetzt nicht unbedingt lieben. Und Damien ist jemand, der darauf spezialisiert ist, Geheimnisse herauszufinden, und zwar auch die dunkelsten Geheimnisse. Und als er den Geheimnissen seiner Ehefrau immer näher kommt, ja, wird der Abgrund zwischen den beiden, glaube ich, immer größer. Und zum Schluss wünschen sich die beiden, sie hätten sich nie kennengelernt und hätten vor allem nie geheiratet. Ich finde, ist auch mal was ganz anderes. Also ich lese ja sehr gerne diese Bücher, wo es so um arrangierte Ehen geht. Und ich bin mal sehr gespannt, was Bushinisi Sherry sich dann jetzt hier ausgedacht hat, wie sie das umsetzt. Und ja, ob ich letzten Endes sagen werde, das war wieder ein 5-Sterne-Buch von ihr. Oder ob ich wieder sage, war eher auch durchwachsen und hat mich jetzt nicht ganz so packen können, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. So, das war mein One-to-Read für 2022, gekoppelt noch mit Neuerscheinungen, die dieses Jahr rauskommen, die ich noch unbedingt dann lesen möchte, wenn sie rauskommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr vor allem vielleicht auch bei den Neuerscheinungen Titel gesehen habt, die euch auch sehr ansprechen, die ihr euch nochmal genauer anschauen möchtet. Ich finde, es kommen dieses Jahr wieder unglaublich tolle Bücher raus und man weiß irgendwie gar nicht, welches man als erstes anfangen soll. Mal gucken, wofür ich mich dann letzten Endes entscheiden werde. Wenn ich eins der Bücher lese, dann werdet ihr immer im Lesemonat sehen, was ich davon gelesen habe, wie mir das gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video.